Hallo, ich bin die Uschi von Stempel macht glücklich und heute möchte ich mit euch eine Geschenktasche im Rahmen des YouTube-Blockhops vom Team Kreativstempel basteln. Die Links zu den Videos der anderen teilnehmenden Mädels findet ihr unten in der Infobox. Dann wollen wir mal starten. Wir brauchen einen Farbkarton mit den Maßen 18,5 x 30, müssen den noch falzen. Jetzt habe ich meine Maße verlegt. Und zwar auf der langen Seite bei 4,5 cm, bei 14,5 cm, bei 19 cm und bei 29 cm. Auf der kurzen Seite müssen wir ihn bei 4,5 cm falzen. Und bei 16,5. Dann müssen wir ihn einschneiden wie folgt, und zwar hier an der Klebelasche. Hier an der Klebelasche schneiden wir hier leicht schräg ein bis oben, bis zur ersten Querfalz, und schrägen hier leicht an. Dann schneiden wir bei den restlichen Klebelaschen vom Boden auch immer leicht schräg an, immer bis zur ersten Falzlinie rauf. Hier außen wird auch noch mal leicht angeschrägt. Dann drehen wir das um. Hier unten haben wir auch noch mal eine Falzlinie. Da schrägen wir auch alle Ecken an, schneiden hier den Rest von der Klebelasche raus, und auch hier die mittleren, zu dem mittleren Falz wird auch leicht schräg eingeschnitten. Ich hoffe, ihr könnt es an dem weißen Papier sehen. Da sieht man leider die Falzlinien nicht so gut. Dann falzen wir alle Falzlinien nach. Das hier unten sind die Laschen für den Boden. Hier oben, die werden eingeknickt. Ich habe nämlich hier die Bänder nicht innen rein geklebt oder innen drin verknotet, sondern ich habe die quasi hier verschwinden lassen in der Kante. Und dafür sind diese Laschen hier oben nochmal, dass man die anschließend nach innen knicken kann. So, dann schaue ich mir, welche Seite nach vorne kommen würde. Das wäre in meinem Fall diese hier. Die möchte ich bekleben mit einem schwarzen und weißen Karton und hier nochmal in der Mitte so ein Teil drauf machen. Dafür brauchen wir nochmal Zuschnitte in Schwarz. Einmal mit den Maßen 3,5 x 3,5 und einmal 9,5 x 11 cm. Und in Weiß brauchen wir noch ein kleines Stück mit 3 x 3 cm.
und mit 9 mal 11 cm. Jetzt klebe ich als erstes den weißen Farbkarton auf den schwarzen. Und das Ganze klebe ich dann hier auf dieses Stück. Dann nehme ich das kleine weiße Stück, 3 mal 3 cm. Und klebe das auf das schwarze Stück mit 3,5 mal 3,5. Und dann habe ich hier ein Herz in Celadon ausgestanzt. Und klebe das einfach mit einem Dimensional hier in die Mitte drauf. Und das setze ich dann in die Mitte von diesem Feld hier. Ich hoffe, ich treffe so einigermaßen die Mitte, aber könnte in etwa passen. Dann brauchen wir doppelseitiges Klebeband. Und zwar gebe ich das einmal hier gleich auf die Seitenlasche. Und dann gebe ich mir das einmal hier drauf auf diese breiten Stücke, und zwar auf der Innenseite. Und auf allen vier an der oberen Kante nochmal. Dann drehe ich es wieder um, und zwar messe ich mir hier jetzt die Positionen für die Löcher raus. Und zwar hat es insgesamt 10 cm und ich mache hier bei 3 cm von links und von rechts jeweils einen kleinen Markierungspunkt. Das gleiche auf der Seite hier nochmal. Dann nehme ich mir ein Lochwerkzeug und mache mir hier ein kleines Loch durch an allen vier markierten Punkten. Dann habe ich mir schon Bänder, farblich passend den Celadon zu dem Herzen, zugeschnitten. Die haben eine Länge von 20 cm. Die werden jetzt hier durch die Löcher durchgezogen. Damit ich mir beim Einfädeln etwas leichter tue, habe ich so eine Nadel mit so einer Öse drauf. Das ist so ein Dreier-Set, finde ich mega praktisch. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Ziehe mir hier durch das Loch von außen, also von der
schönen Seite, von der äußeren Seite nach hinten durch. Ich mache das gleiche mit dem anderen Ende vom Band. Dann hier das gleiche nochmal. So, dann schaue ich, dass das Band gerade ist, also dass man hier einen schönen Henkel bekommt und ziehe mir das von der Länge her, dass es ungefähr am Ende von dem Klebeband ist. Dann löse ich das Klebeband ab und fixiere mir hier die Enden vom Band drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut erkennen könnt. Also hier ist der Klebestreifen und hier habe ich mir die Enden drauf fixiert. Zur Sicherheit gebe ich noch, damit es auch ja nicht ausreißt, gebe ich noch Tombow drauf. Löst das Klebeband hier oben an der Lasche. Knickt es dann nach innen um. Und das gleiche mache ich hier auch nochmal. Ziehe mir das Band schön gerade. Löst den Klebestreifen wieder. Das ist verdreht. Und gib wieder Tombow aufs Band drauf. Löst den oberen Klebestreifen. Mal gucken, ist das richtig? Ja. Und klapp's wieder nach unten. Dann löse ich mir die seitliche Klebelasche. Legt es hier plan auf. Und dann kann man es gut schließen. Jetzt löse ich die Klebelaschen von diesen Seitenteilen. Da sind jetzt die Bänder ein bisschen im Weg, aber das geht schon. Und klebt die nach innen. Dann klappe ich die beiden Seitenlaschen rein. Gib da Tombow drauf. Und dann klappe ich die hintere Lasche als erstes ein, damit ich hier vorne eine schöne Kante habe.
und drücke mir das innen schön fest. Und schon ist unsere kleine Geschenktasche fertig und die geht wirklich ratzfatz und hat ein schönes Fassungsvermögen, finde ich. Also wenn man sich vorstellt, es ist dieser Nachfüller für die Schrubbkiste und da würden quasi fast drei Stück nebeneinander bringen. Das fertige Format, die hat eine Breite von 10 cm, eine Höhe von 12 cm und eine Tiefe von 4,5 cm. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und viel Spaß bei den Videos der anderen Mädels. Bis dann, tschüss. Everybody's